Letzter Spieltag heute in der Fußball-Regionalliga. Germania Halberstadt hat leider noch mal eine schwere Klatsche hinnehmen müssen. Die Halberstädter verloren 1:6 in Plauen und schließen mit Tabellenplatz 13 ab. Ganz vorn hat der erste FC Magdeburg mitgespielt, auch wenn es am Ende nicht zum Aufstieg gereicht hat. Platz 2 aller Ehren wert. Heute kam dann noch der VfB Auerbach. Ein ganz besonderes Spiel, vor allem für den Magdeburger Trainer, dessen Vertrag beim FCM nicht verlängert wurde. Nach dem Abpfiff genießt Magdeburgs Trainer Andreas Petersen die Sympathien der Fans. Der Dank für sein zweijähriges Engagement bei den Blau-Weißen. Petersen beeindruckt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gänsehaut, Pipi in Augen, Kloß im Hals. Aber ich freue mich einfach. Schon vor dem Spiel wurde er, sein Co-Trainer und 8 Spieler offiziell vor stimmungsvoller Kulisse verabschiedet. Dann beginnen die letzten 90 Minuten. Zu Gast der VfB Auerbach. Bis dahin die beste Rückrundenmannschaft der Liga. Nach langem Pass wird Magdeburgs Handke überlaufen und Schuch schießt die Gäste schon in der 4. Minute in Führung. Zur Freude des Trainerkollegen Richter. Dann der FCM mit der Möglichkeit zum schnellen Ausgleich. Beck köpft nur knapp am Kasten vorbei. Eine ansehenswerte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die nächste Magdeburger hat Steinborn. Doch Auerbachs Keeper ist noch mit den Fingerspitzen dran. Es bleibt beim 0:1 bis zur Pause. Und die dauert länger, denn der Schiedsrichter hatte sich verletzt, war umgeknickt. Was nun? Wir haben über den Stadionsprecher einen Ersatzschiedsrichter oder Schiedsrichterassistent gesucht. Der hat sich jetzt gefunden. Der Assistent 1 wird jetzt zum Schiedsrichter, die Assistentin 2 zum ersten Assistenten und der gefundene Schiedsrichter wird jetzt der andere Assistent werden. Und so kann es nach 20-minütiger Pausenverlängerung ordnungsgemäß weitergehen. Und wie? Denn die Magdeburger gleichen kurz nach Wiederanpfiff aus. Die Eckballverlängerung landet auf dem Kopf von Puttkammer. 1:1 in der 52. Minute. Doch Auerbach bleibt gefährlich. Mit schnellem Spiel nach vorn bringen die Gäste den FCM arg in Bedrängnis. Gleich zweimal brennt es lichterloh. Der Gästetrainer fassungslos. Aber auch Magdeburg will jetzt unbedingt den Sieg. Und in der 69. Minute klappt es dann auch. Im Nachsetzen ist Beck erfolgreich, macht seinen 22. Saisontreffer. Der FCM gewinnt nach Rückstand 2:1 gegen Auerbach. Ein besseres Abschiedsgeschenk hätte sich der Trainer nicht wünschen können. Danke, danke, danke allen Beteiligten, dass ich hier Trainer sein durfte, dass ich 2 Jahre, ich denke mal, diesen Verein dahin geführt habe, wo er hingehört. Beziehungsweise ich hoffe, dass es nächstes Jahr zu 100% klappt. Und zwar mit dem Aufstieg, den Andreas Petersen auch als scheidender Trainer den Blau-Weißen von Herzen wünscht. Der Trainer